Ach, bei mir Da auch. ist fett was drin. Ey, wir brauchen nur noch Schriftrolle der Sturmhexen, dann haben wir unsere erste Arkane-Formel fertig. Wow, wo kriegt man Schriftrolle der Sturmhexen? Ja, vielleicht kann man die kaufen. Ja, klar. Okay, hier nicht. Ne, da kann man es zusammenfügen. Auf Wiedersehen! Ach, da ist ein Laden. Die Biester haben Schriftrolle der Eisen. Da, Schriftrolle der Sturmhexen, 30.000. Du kannst Kauf Blitze mal. Werfen wie Zeug. Ich kaufe mir erstmal ganz viele Heiltränke. Ich kann mehr Geld als ich. Sag mal, was labert mich der Verkäufer hier gerade zu, Alter? Der labert so 10 Stunden da irgendwas rum, ey. So, jetzt habe ich 55 Stück. Das kann alles weg hier. Ah, so sieht das schon besser aus. Ach komm, kaufen wir nochmal 5. Hast du das Fleisch schon gekauft? Nein, das kaufst du. Ah, kauf ich das halt, ne? Muss dir trotzdem geben. Ich hab's gekauft, ne? Ja. Da. Was ist besser, 5% Lebenskraftschaden oder 5% Elementarschaden für meine Begleiter? Kommt drauf an, haben deine Begleiter irgendwelche tollen Fähigkeiten oder sowas? Nö, nur durch dich. Ich meine, die haben sowieso nicht genug Leben, also würde ich Elementarschaden machen. Okay. Blitz widerstanden, braucht kein Schwein. Hier liegt die Schrift der Sturmhexen, ich würde es aufsammeln, bevor sie verschwindet oder so. Bis dann. Gut, dann nehme ich es halt noch so lange. Oh Mann, jetzt wollte ich sie gerade aufheben. Ich kaufe mir jetzt erstmal ganz viele Heiltränke. Kann man das eigentlich nur einmal einsetzen sonst? Ja. Schön, zwei mächtige Harpienhexen. Okay, ich werfe jetzt hier auf den Boden. Ja. Da liegt es. Gute Reise. Und jetzt da zum Macher. Los! Los! Jawohl! Los. Jawohl! Formeln und Reagenzien! Ja! 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 Oh mein Gott! Es ist so spannend! Und ich kann's nicht mitsehen. Ojojo! Plus 6% Blitzschaden, 8 Blitzschaden, plus 15 Intelligenz und plus 1 bis 4 Durchschlagsschaden. Das kannst du ruhig nehmen, wenn du willst. Ja, hab ich auch. Ach. Ja, immerhin haben wir eine. Bam! Sieh Welche da war das jetzt? War das das, wo Essenz des Blitz... Nee, war... Ach nee, das war eine alte noch, die wir hatten, ne? Ja. Ja. Die anderen brauchen wir ja dann noch, jo. Ja. Ja. Okay, ich habe auch alles verkauft. Können wir wieder abhauen. Warte, warte, warte. Ich habe hier nämlich noch überall Fledermaus-Szene liegen. Fledermaus-Szene? Fledermaus-Szene, Alter, mein Deutsch. Oh Gott. Wenn du Fledermaus-Zahn voll bekommst, sag Bescheid, dann kann ich das von der Liste streichen, ne? Ja. Heiltränke hast du dir auch gekauft? Ja. Deine 60 Sachen Stück. Werden verstaut und ich transportiert. Kannst du mir wieder welche abgeben später, ne? Jojo. Ich hab auch Wildschweinhaut jetzt voll. Oh. Und natürlich. Das da. So. Einmal sortieren. Perfekt. Reise mit leichtem Gepäck. Und dann habe ich hier noch Dämonenblut gehabt. So. Wir können. Jo. Ah, es blockiert der den. Es blockiert den Teleporter, Alter. Deine Hunde stehen auch noch darum, Alter. Die. Das machen die ganz taktisch, stellen sich auch so, dass ich nicht mehr den Teleporter anklicken kann. Meine Hunde. Da. Hör, ja, dein Teleporter ist weg. Ach so. Ja, ja. Oh, da ist noch eine Truhe, Moment. Oh. Oh. Ein Energietrank, ja. Wie viel hast du eigentlich Energietränke? 16. Ich hab 71. Ja, brauche ich auch nicht. Oh, episch. Sonst ja keine komischen, lächerlichen Hunde beschwören und so. Okay. So, du gehst volle Kanne. Erstmal die Feuerfallen? Jo. Oh, shit. Oder du gehst auf den Boss und ich mach die Feuerfallen kaputt. Alter, der haut auch ganz schön rein hier. Du machst die Feuerfallen kaputt, okay. Meine Hunde prügeln auch noch drauf. Zwei Heiltränke sind schon weg von mir. Du hast
den Boss eher besiegt, als ich die Feuerfallen. Oh Mann, bin ich schwach. Der haut ganz schön rein, Mann. Ich muss ein bisschen weglaufen, kurz mal. So. Wow, was war das? Ah, geht doch weg, ey. Geht doch weg, der Minotaurenfürst. Oh. Hey, er ist nackt. Ach, du bist schon wieder aufgestiegen, Alter. Oh ja. Doppelachs der Muskelkraft. Hm? Oh, Artemis Bogensehne ist voll. Mal wieder. Jetzt schnapp ich doch noch den Heiltrank weg. Echt, ey, ganz schön mies. Die Game brauchen wir gar nicht angucken. Sind nee. Sowieso Müll. Ja. Artemis Bogensehne. Zack. Nummer, Stärke des 5. Aber mein hat einfach so viele Bonus-Sachen, ja, weißt du? So Angriffsschaden das, und sowas, da lohnen sich die neuen Waffen einfach gar nicht. Bis ich meinen Bogen weg hab, da muss schon was richtig Geiles kommen, ey. Ja, bei mir auch. Weil es ist doch einfach, eine blaue Waffe, weißt du? Ja, ich hab auch blau. Das kriegt man nicht so oft. Und gleich kommt der Takey. Nimm den Heiltrank! Woll, welchen Heiltrank? Ach, da. So. Ach, das ist doch der Raum. Jo. Jetzt kommt der erste Take. Oh yeah. Bam. Ist eigentlich Ton laut genug, dass man den hört? Den Take und halt. So? Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwas sagt. Ich glaube nicht. Der schreit einfach nur vor sich hin und so. Ah ja, die Statue, ich erinnere mich. Der mit 21. Ja, shit. Ich hab den Ton für den Kampf noch ein bisschen lauter gemacht, weil es episch wird. Okay. Alter, ich werd verprügelt. Ja, ich auch. Oh, ich kill die Dinger schneller als du. Ja, du machst ja auch mehr Schaden. Und du hast ja deine zwei komischen Köter da. Obwohl ich ohne deine Augen kämpfe. Ey, sag mal, Hunde, ihr seid so behindert. Jetzt greift doch mal an. Alter. Boah, die ziehen auch verdammt viel inzwischen. Oh, epische Musik. Es ist so laut. Warum geht der überhaupt auf mich? Ah, shit, stimmt. Die Viecher hat der geholt. Fuck. Schnell, töte sie. Die Hunde greifen dich an gerade, Alter. Ja, er hat meine eigenen Hunde gegen. Nein! Hunde! Boah, Alter, sind die stark, Junge. Hör auf, die zu beschwören. Ah. Alter, warum greift der überhaupt mich an, Mann? Aua! Das reibt mich auch, Alter. Vor allem bin ich irgendwie der hier am wenigsten Schaden macht, weil er greift, glaube ich, immer die an, die am meisten Schaden machen, oder? Hat er gerade meinen Hund gekillt? Ist schon so ein bisschen deprimierend für dich, oder? Ja, irgendwie schon. Richtig einfach. Wenn so ein Hund mehr Schaden macht als so ein ganzer Held. Siegel des Telkien. Mystische Kugel, das ist nice, ja. Schleier des Telkien will ich auch nochmal aufheben. Boah. Zähliebiger Glücksbringer. Zähliebiger Schild der Muskelkraft, das nehmen wir mit. So. Schützender korinthischer Kampfhelm nehme ich auch nochmal mit. Okay, Schleier des Telkien. Plus 9% Rüstungsschutz noch extra, aber das bringt mir ja mal gar nichts, Alter. Ich habe wieder eine Arcane-Formel aufgehoben. Okay, die Rüstung von dem Typen war scheiße. Oh, ich glaube, ich habe einen besseren Schild als meinen. Schildblock, Stärke. Geschicklichkeit, Schadensresistenz gegen Bestien, gut, darauf kann ich vielleicht noch verzichten. Plus 104% Gesundheitsregeneration. Oha. Oha. Nehme ich das hier? Sie haben uns 68 Schaden hat zu blocken. 28 Schaden. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das nehme ich. Dann verliere ich zwar meinen Durchschlagswiderstand, aber. Abgeblockter Schaden. So.
Durchschnittlicher Schaden. Hey, warte, Lukas. Schaden pro Sekunde. Ja, komm, lass dich hey. Hinter. Ja? Moment, was? Mach nochmal. Oh, zu spät, ich hab dich schon geheilt. Das Neilzauber! Oh. Geht das dann auch so? Ja. Geil. Wie viel heilt denn der? 370. Okay, das ist jetzt nicht so atemberaubend, aber... Nee. Immerhin hast du einen Heilzauber. Musst dir nicht weiter auflöffeln. So, am Anfang bringt das bestimmt noch was. So für zwischendurch, wenn wir dann nochmal irgendwo rumstehen, da muss ich mich nicht mit einem Heilzauber. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte ich, dass die Menschheit der Monsterplage kaum etwas entgegensetzen kann. Bitte gehe nach Ägypten. Suche dort den Mann namens Imhotep. Er ist ein Weiser des Ordens des Prometheus. Er weiß mehr über die Natur des Kanals als jeder andere Sterbliche. Er ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Du findest ihn in der Stadt Rakotis. Nimm mein Schiff. Es ankert in der Nähe im Fluss. Jo. Oh, Essenz von Blitz des Zeus. Ich habe Essenz von Dionysos Weinschlauch. Den brauchen wir. Gib mal her. Da. Ach ja, warte, ich habe hier noch so zähliger Glücksbringer gefunden. Plus 10% Stärke, plus 6% Leben. Das ist natürlich ziemlich geil. Dann nehme ich mal 12% von meinem Kältewiderstand weg. Wo ist meine Stärke da? Oh, jetzt habe ich 254. Oh, ich bin endlich aufgestiegen, Alter. Mann. Wie weit ich dir in Erfahrung hinterherhänge. Naja, so weit hängst du auch nicht zurück. Ich glaube, ich muss mal Intelligenz erhöhen. Um einen Punkt. Kommst du jetzt mal aus deinem Loch da raus? Moment. Fähigkeiten muss ich noch. Genau. Jetzt wollte ich ja mal gucken nach Spezial.